Peri ist ein Bildhauer mit einem enormen Interesse an Menschen. Und das sieht man. Also jede Sache ist beobachtet. Man erkennt lauter Sachen aus seiner eigenen Umgebung. Man weiß, ah ja, so sind Menschen. Ich glaube, das ist einfach auf einer sehr tiefen Ebene und das spielt bei ihm dann. Da spielt eine, letztendlich eine politische Orientierung eine Rolle. Er sagt auch, er will eine Kunst für alle machen. Das ist das eine. Und das andere, warum das so spannend ist, ist unglaublich inventiv. Das ist ein Bastler, der auf unterschiedliche Methoden arbeitet. Das ist einer der wenigen Bildhauer, denen es gelungen ist, in Beton zu modellieren. Jetzt sagen alle, das geht doch gar nicht. Nein, genau, das geht gar nicht, aber Peri kann es. Und das ist einfach mysteriös und spannend zum Angucken. Da es sich sozusagen nicht mit dem Menschen in seinem sozialen, sozusagen historischen beschäftigt, sondern sehr stark mit so sind Menschen, so handeln sie, so bewegen sie. Daraus entwickelt er eine enorme Lebendigkeit auch im Jetzt. Peri war überzeugter Kommunist und hat auch seine Kunst immer als sozusagen Beitrag sozusagen zum Erreichen der Weltrevolution gesehen. Hatte aber natürlich den großen Vorteil, dass er in England saß. Und während der Kommunismus in Europa, vor allem natürlich in Osteuropa, sehr dogmatisch irgendwann wurde, gibt es in England sehr viele so sehr freie, unterschiedliche Sachen. Und so muss man ganz klar sagen, was Peri macht, könnte man nennen, das ist eine Form von sozialistischer Realismus, aber unter den Bedingungen von England, also eine ganz freie Form, denn das, was der gemacht hat, also da hätten die russischen Kunstpäpste sofort gesagt, weg damit. Und das eine ist, wie unglaublich vielfältig das menschliche Leben ist und dass tatsächlich der Blick auf das vielfältige menschliche Leben Kunst ermöglicht. Wir reden nicht über große Systeme, nein, wir reden darüber, was macht dieser eine bestimmte Mensch, wie bewegt er sich und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist diese extreme Experimentierfreudigkeit. Es gibt verschiedene Techniken, die Peri benutzt hat. Da haben Leute gesagt, geht nicht. Und dann hat Peri gesagt, doch, ich werde es euch zeigen. Und er hat es gemacht und hat eigentlich mit minimalen Mitteln, ohne großen wirtschaftlichen Aufwand, hat er ein fantastisches bildhauerisches Oeuvre geschaffen.